Mein Name ist Michael Krämer, ich bin Server-Referent beim Encoder-Netzwerk und da bin ich für unsere Entwicklungsprojekte zuständig, die wir dort seit vielen Jahren durchführen. Einer unserer wichtigsten Projektpartner ist Oikos. Das ist eine Organisation, die im Osten des Landes arbeitet und mit der wir eben da auch jetzt eben das Projekt durchführen, um das es bei der ND-Spendenaktion geht. Bei dem Projekt geht es hauptsächlich erstmal allgemein darum, 300 kleinbäuerliche Familien zu unterstützen am Vulkan von San Miguel. Das ist ein Vulkan, der vor 3 Jahren auch das letzte Mal noch ausgebrochen ist, eine größere Eruption gehabt. Die Leute mussten teilweise auch evakuiert werden. Die Lebensbedingungen sind dort sehr schwer, das liegt alles in Hanglage und das ist eben auch für die Landwirtschaft besonders schwierig, dort Landwirtschaft zu betreiben. Und wir wollen eben den Leuten eben auf der ökologischen Ebene und auf der sozialen, wirtschaftlichen Ebene helfen mit diesem Projekt. Man sollte für uns spenden, für unser Projekt spenden, weil ich garantieren kann, dass eben über die Erfahrung, die wir mit ihnen haben, dass das Geld, das gespendet wird, auch wirklich bei denen ankommt, die es am meisten brauchen. Weil mit dem Projekt Sachen gemacht werden, die direkt den Menschen zugutekommen, die eben zu den Armen oder teilweise auch zu den Ärmsten im Land gehören, weil die Menschen gut organisiert sind und deswegen auch mit denen zusammengearbeitet wird und das versickert nicht das Geld. Also es wird nicht irgendeine Hilfsleistung gemacht, die Leute konsumieren das und dann ist es weg und ist alles wie vorher, sondern das ist wirklich Hilfe zur Selbsthilfe. Zum Beispiel geht es um Aufbau von Gewächshäusern. Das wird dann, und dann haben die Menschen in der Gemeinde die Chance, eben längerfristig dann eben Gemüse anzubauen, zu verkaufen, dadurch Einnahmen zu bekommen. Ich bin da absolut von diesem Projekt überzeugt, dass es ein gutes und ein sinnvolles Projekt ist. Jetzt auf der Dienstreise war, habe ich Evangelia Quintanilla getroffen aus der Gemeinde El Chirion. Sie ist dort die Präsidentin der lokalen Frauenvereinigung, mit der wir schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Eine ganz bewundernswerte, aktive Frau, die wahnsinnig viel Energie hat und immer guter Dinge ist, um etwas für ihre Gemeinde zu tun, die auch schon sehr viel erreicht hat und in neuen Projekten ist sie dadurch drin, dass sie Kredit bekommen haben und Unterstützung bekommen haben, um ein Feld zu pachten. Und dort auf 1,5 Hektar haben sie Jamswurzeln, Jicama, angebaut. Und wir sind da auch hingegangen und sie war ganz begeistert, weil sie am Tag vorher die Ernte verkauft hat an einen Händler. Und für 3.000 Dollar und davon waren dann 2.000 Dollar Gewinn für die Frauen, was sie dann eben für die Weiterarbeit im nächsten Jahr nutzen konnten und teilweise eben aber auch sich auszahlen konnten als einen kleinen Lohn für eben Ausgaben für die Familie. Ganz toll, seit vielen Jahren arbeiten wir wirklich richtig schön und gut mit dem ND zusammen. Möchte ich auch einfach mal jetzt an der Stelle Danke sagen, finde ich auch wichtig und richtig. Und das ist einfach ein Projekt, eine Spendenaktion, wo dann eben ganz konkret was bewirkt wird, weil wir können sicherstellen, es kommt bei den Menschen vor Ort an, die es wirklich benötigen.